Hallo, was geht ab? Ihr guckt Pixelbeef auf YouTube und ich bin der Barbarossa und heute ist Patch Day. Es ist der 10.2. und endlich haben sie die Mega Shields released. Und lass uns gleich mal schauen, wie die jetzt aussehen. Hier oben sind sie versteckt, das habe ich schon geguckt. Und wir haben natürlich wieder genug Tech Points, die alle freizuschalten. Da wir ja schließlich das Spiel regelmäßig spielen, ist alles kein Problem, ist geschenkt. Was nicht geschenkt sein wird, werden die Kosten zum Kaufen dieser. Was geht denn hier los? Okay. Jetzt lass uns mal ins Cube Depot gehen. Die werden wieder richtig saftig sein. Also ein Satz beider Plates. Und ich finde es wunderbar, dass es wirklich mehrere Plates sind. Sind 1.000.000 und 700.000. Kein Ding. Opfer müssen gebracht werden. Für die Tests. Und lass mal direkt schauen, wie diese Vehikel aussehen. So, das hier wird erstmal gelöscht. Das war mein Mega-SMG Farmpanzer. Den brauchen wir nicht mehr. Zack, zack, zack. Schilde weg. Den werden wir gleich erstmal auseinanderbauen, damit wir auch die Cubes haben für ein neues Gefährt. Und ich plane, ein Mega-Gefährt aufzubauen. Das heißt, alle Mega-Teile vereint zu einem Mini-Mega-Roboter. Seht euch das Riesending an. Setzen wir das mal hier so drauf. Macht sich doch schon super. Was man da alles für Möglichkeiten hat. Mir gefällt das Design definitiv. 6 Hardpoints ist eine super Sache auch. Was ich mich frage, ist, ob diese Flächen hier eigentlich auch Schüsse absorbieren oder ob sie quasi zur Panzerung gehören. Denn was die Stats angeht, so hat man hier vierfachen Verbrauch von Flops, fast vierfachen Verbrauch, ein bisschen weniger, kriegt aber nicht ganz die doppelte Shield- und Armor-Menge. Natürlich wiegen sie auch deutlich mehr und das Robot-Ranking steigt natürlich unglaublich von nur 400.000 auf 11 Millionen. Aber nun gut, das war's zu dieser Platte. Wir haben ja noch eine andere. Wo ist sie denn? Bin ich jetzt bescheuert? Ach, ich habe jetzt tatsächlich 4 von dieser einen Sorte gekauft. Ich habe mich eben vertan, hä? Egal. Zack, zack. Wir haben es ja. Ich werde sie ja so oder so noch brauchen. Ich werde sie jetzt nicht verkaufen oder so. Wenn es auch ein bisschen ärgerlich ist, über 4 zu kaufen. So, diese. Wo passen die denn gut hin? Zu Demo-Zwecken. Okay, sie passen nicht auf Tracks direkt drauf. Offensichtlich nicht. Die Form mag das nicht. Hier auch nicht. Ja. Also achten wir mal, die seitlich anbringen. Ja, man soll sie wohl seitlich anbringen. Weil auch hier nicht auf Tracks. Jedenfalls nicht direkt. So. Na, komm schon. Jetzt muss ich auch mal genau hier schauen. Ich mache mal für links. Ne, ich nehme sie doch mal für rechts. So sehen sie aus. Ziemlich große Dinger. Man hat hier vorne Befestigung, oben Befestigung und an den Seitenbefestigungen. Diese Befestigungen sind zum einen gut, dass man dadurch jetzt nicht nur an einem Block alles dranhängen hat, sodass man, wenn das Ding kaputt geschossen wird, der eine Block der ganze Shit abfliegt. Aber zum anderen machen die es auch schwieriger, so eine Platte aufzubauen. Man hat natürlich hier weniger Platz. Aber man kann ja nicht alles haben. Auch hier hat man größere Flächen dieses Metalls, wo nicht Elektroplatte ist. Das würde ich gerne wissen, ob diese Flächen hier quasi dazu beitragen, dass das Ding zerstört wird, anstatt dass es Schüsse absorbiert. Ist natürlich dann schade. Ja, aber ansonsten, es gefällt mir sehr, dass Free Jam jetzt diese Platten rausgebracht hat. Nicht weitere Waffen.
Und ich wünschte, es gäbe auch Platten für, ja, für T10, verschiedene Formen von Platten. Weil man sieht auch immer wieder die ähnlichen Designs dadurch, dass die Platten die Form quasi bestimmen. Nun, was der Patch noch gebracht hat, das ist eigentlich die größte Sache, aber die Omega Wheels, die wurden zum Beispiel gepatcht, gebufft. Man hat ja jetzt mehr HP als vorher. Vorher hatten die wohl weniger HP als diese T10-Tracks. Es hat natürlich keinen Sinn, Mega Wheels zu haben, wo normale T10-Fortbewegungsmittel irgendwie mehr HP haben. Die sollten schon entsprechend stark sein. Dann haben sie noch die Hit Detection geändert, die bei Schilden oder anderen großen Objekten dafür sorgt, wie die jetzt getroffen werden. Also quasi das Hit-Modell. Oder wie man das nochmal nennt. Hitboxen, genauso sagt man das. Dann haben sie noch. Was haben sie noch gemacht? Sie haben den Sound von Ray und Mega Wheels noch verändert. Und was auch ganz gut ist, sie haben jetzt die Freundesliste verbessert, sodass man auch sehen kann, wer online ist. Vorher hatte man ständig das Problem, dass man seine Freunde nicht online gesehen hat. Das war recht nervig und man musste reloggen. Das war's auch eigentlich soweit. War kein großer Patch, abgesehen von diesen Platten. Nun gut, dann lass uns mal schauen, was wir jetzt damit machen können. Ich zerlege jetzt dieses Gefährt hier. Wir brauchen nämlich die Klöpse. Und auch das andere Mega-Gefährt werden wir jetzt zerhackstückeln. Weil auch hiermit wollen wir was anfangen. So, weg damit. Wir machen einen neuen Anfang. Ich würde vorschlagen, wir bauen erstmal so groß wie möglich. Wir tun mal so, als wären wir schon ein Megabot. Fangen wir mal in der Mitte an. Ein bisschen hochbauen. So. Und dann weiten wir uns mal ein bisschen zu den Rändern aus. Ja, noch einen. Wir werden das Ding auch gleich irgendwie Megabot irgendwas nennen. Es wird auch 4 Mega Wheels haben. An jeder Ecke ein. Und die ganzen Platten verbaut haben. So wie auch Mega SMGs benutzen. Wir haben es ja. Die Elektroplates alleine werden uns schon 800 CPU kosten. Das heißt, wir haben eigentlich nicht sehr viel Spielraum. Darum wird das so billig wie möglich. So, die Mega Wheels. Tada. Und hier. Und auch da. Gott, das wird ein sehr schlechtes Gefährt werden. So, Schilde. Ob links oder rechts ist eigentlich kein so großer Unterschied. In diesem Falle. Wir werden mal hinten noch dasselbe anbauen. Ich sehe, ich habe hier auch einen Fehler gemacht. So. Na, ist das nicht hübsch? Dann brauche ich natürlich noch einen Sitz. Klassisch in der Mitte. Und ich möchte ja auch diese Schilde verwenden. Die ein bisschen eigenartig in der Anbringung sind. Die scheinen echt von der Seite montiert werden zu wollen. Und sich nichts auf andere Arten einzulassen. Andersrum. Ach, da haben wir das CPU-Limit schon erreicht. Das ist ja schrecklich. Da müssen wir komplett umdenken hier. Geht ja alles nicht hier. Schaffen wir es dann überhaupt, alle Megateile zu verwenden? Das wird ein wenig schwierig.
Aber ich gebe mein Bestes, Leute. Man könnte ja auch sowas machen. Naja, natürlich nicht. Man muss das schon breiter bauen, damit man überhaupt die Teile aneinander kriegt. Jetzt machen wir hier ein bisschen auseinander und da ein bisschen auseinander. Am Ende soll das auch schön geschlossen sein. Das ist natürlich alles experimentell. So lernt man auf diese Weise, was für Möglichkeiten man hat. Man sollte nicht erwarten, gleich ein funktionierendes System hier aufzubauen. Na, ja, also man kann die so aneinander bauen, dass sie sich schließen. Einigermaßen. Das gefällt mir schon mal. Nun sollte es eigentlich auch noch möglich sein, den Sitz ein bisschen höher zu gestalten. Kriegen wir ihn hier hin? Nein. Dann wird er hier hinpassen. So. Das ist doch schön. Nahezu perfekt. Hust. So, wir machen das Ganze noch ein bisschen stabiler. Sorgen dafür, dass ein paar der Hardpoints auch ausgenutzt werden. Man muss ja nicht unbedingt jeden Hardpoint besetzen. Hier machen wir noch was hin. So. Also, wir brauchen unbedingt diesen CPU-Patch. Aber ich glaube, das ist das nächste, was kommt. Und sie haben den auch für in einer Woche schon angekündigt. Allerdings haben wir ja am letzten Mal gelernt, was sie ankündigen, muss nicht unbedingt so passieren. So, hoffen wir einfach mal aufs Beste. So. Nun gut, nennen wir das mal maximal geschützt. Dank Megaplates. Ranked Games werde ich jetzt wohl nicht bestreiten. So. Also man kann jetzt... Man sieht, dass die auch leicht schräg sind. Man kann sie so gedreht oder so gedreht haben. Wahrscheinlich macht es mehr Sinn, sie so zu drehen. Nach hinten weg. Gut, wie machen wir das? Wir haben nicht sehr viel CPU frei, um großartig hier mit den Cubes Sachen zu verbinden. Aber so wäre mir das deutlich zu empfindlich. Und wir müssen auch irgendwo unsere Reifen dran befestigen. Schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Oh je. Das wird ein unglaublich schlechter Bot. Weil bis jetzt natürlich jede Mega-Bot-Teile grausig schlecht balanced ist für eine normale Benutzung in normalen Bots. Wie sollte sie auch gut sein? So. Jetzt schauen wir mal, dass wir... Na, das war nichts. Wie machen wir das? Irgendwie so. Ach, sieh einer an. Das kriegen wir nicht mal hin. Dann brauchen wir schon hier an der Stelle einfach normale Reifen. Und ich glaube, auf diese Weise passt das nicht. Nein. Man muss also weiter runtergehen. Ach. Auch das ist noch unglaublich unpassend.
also weiter runter. Nee, also ich möchte nicht nach hinten gelehnt sein mit diesem Gefährt. Aber jetzt haben wir es, glaube ich. Jetzt sind wir nach vorne gelehnt. Das ist eigentlich okay. Man sieht, ich habe auch wieder alle CPUs aufgebraucht. Kein Moment zu früh. Mal schauen, wie sich das Ding jetzt lenkt. Wahrscheinlich grässlich. Genau, das passiert natürlich auch. Das war natürlich zu erwarten. Also jetzt geht's ans Fixen. Das erste, was mir einfällt, ist wieder eine Düse, die uns nach unten drückt. So dass wir nicht umkippen. Schub dürften wir eigentlich genug haben. Dann müssen wir jetzt mal Shift gedrückt halten, sodass wir auf dem Boden gefesselt werden. Aus irgendeinem Grund drifte ich stark nach rechts. Yeah. Krasses Teil, Mann. Ich konnte jetzt auch nur 3 Schilde aufbauen. Statt den gewollten 4 Stück. Aber die müssen uns einfach mal mehr CPU geben, endlich. Damit das Ganze auch seinen Nutzen hat. Das ist nämlich unglaublich, unglaublich scheiße, das Ding. Ich meine, ich kann vielleicht noch ein bisschen was Besseres damit anfangen. Aber ich denke, jeder Roboter ist besser bestellt, damit von den Dingern die Finger zu lassen. Bis es genug CPU gibt dafür. So, dann taufen wir das Ding nochmal irgendwo, irgendwie. Wir haben noch ein paar CPU über, ich kann nicht sehen wie viele, wegen der Aufnahme. Ich glaube 4 CPUs. Was treiben wir damit? Wir machen das hier nochmal ein bisschen stabiler hier. Ansonsten, wirklich was anfangen, lässt sich damit ja wohl nicht. Es ist erbärmlich, dass das hier nur an einem Arm befestigt ist. Eigentlich ziemlich alles erbärmlich an diesem Ding. Na gut. Einen Namen. Ugly as shit passt eigentlich schon. Aber wir nennen es einfach The First Mega Robot. Ja, machen wir mal Großschrift. Okay. Jetzt wäre es mir eigentlich noch lieb, ich könnte auch hier einen Namensschild anbringen. Aber ich glaube, dafür fehlt mir eh die CPU und da müsste ich auch abbauen für. Ich sag's immer wieder, macht diese Dinger doch bitte mal für weniger Flops. Ich weiß nicht, warum die überhaupt so viel Flops kosten. 10 Flops für ein Namensschild ist total sinnlos. Und bitte sorgt dafür, dass diese alten Schilde auch mal irgendwie wieder für Tier 10 freigeschaltet werden und entsprechend gebufft werden. Damit nicht nur Leute mit diesen beiden hier und vielleicht noch diesen hier, eigentlich eher nur mit diesen hier, gute Bots sind. Und alle am Ende gleich aussehen. Damit schafft man noch ein bisschen mehr Abwechslung. Und ich gehe jetzt auf jeden Fall in einem Boss-Battle. Lass ich mich auch gerne vernichten. Level 7. Wer hat den denn ins Hirn geschissen? Gegen Level 7. Es ist schon schwer genug gegen Level 6er. Ich versuche mal mit ihnen zu kommunizieren.
Na, mal sehen, ob sie mich direkt zerlegen oder ob sie vielleicht ein paar Leute ein bisschen gespannt sind. Ah, guck. Und da hört man auch den neuen Sound. Yeah. Guck. Nicht jeder ist so ein Dude, der gleich losschießt. Na, ich verabschiede mich. Die freuen sich. Also, Boss-Battles müssen noch ein bisschen gebalanced werden und dieser Bug, der nervt ein bisschen. Cancel. So, dann ist alles in Ordnung. Jetzt machen wir noch ein normales Game. Gucken, ob andere Leute was damit gebaut haben. Ob sie auch alle Teile benutzt haben, so wie ich. Oder ob sie, ja, die vielleicht nur ein Schild mal eingesetzt haben. Das könnte vielleicht auch Sinn machen für Leute, die absolut nicht wissen, wohin mit ihren CPU. Die können dann ein Schild reinsetzen. Aber ich sag, man kann immer irgendwas mit seinen CPU machen. Was sinnvoll ist. Sinnvoller als Mega-Robot-Teile. Gut, die Schilde, die man hier jetzt einbauen kann, die sind ungefähr doppelt so groß wie diese einen, womit man die Zigaretten und Zigarren immer mitbaut. Die TNC-Schilde, ungefähr doppelt so groß. Wenn man die jetzt nebeneinander legen würde, ineinander verschränkt, dann ergeben sie dieselbe Fläche. Aber zwei TNC-Schilde haben mehr Kapazität als ein Megaschild. Darum macht es eigentlich keinen Sinn, das zu verwenden. Eher nur so aus Testgründen. Na, irgendwie scheint hier nichts zu passieren. Natürlich ein super Timing jetzt. Naja. Gut, der Patch kam auch ein bisschen delayed. Über jetzt gut eine Woche delayed. Und man konnte das sehr schwer rausfinden. Auch als Fan, der jetzt auf der Seite ist und auf Facebook ist. Und selbst im Forum habe ich dazu nichts gefunden. Ich finde das ein wenig schlecht gehandelt von FreeJam. Auch wenn das eine sehr kleine Firma ist. Eine News schreiben, das kann auch ich. Es wäre ganz gut von euch, wenn ihr Leute wirklich auf dem Laufenden haltet. Wenn sowas ist. Es ist klar, dass ihr keinen verbuggten Patch releasen wollt. Mache ich euch keinen Vorwurf raus. Ich werde wahrscheinlich hier mal cutten und wieder zuschalten, sobald ich ein Spiel gefunden habe. So, willkommen zurück. Die Ladders oder Queues scheinen wieder zu laufen. Ah, da sieht man's. Okay, wir haben The First Megaball Fragezeichen. Haha. Das wird vielleicht ein paar Leute Aufmerksamkeit auf mich lenken. Ich bezeichne mich hier als den ersten Megabot. Schließlich verwende ich Megabot-Teile. Größtenteils alle, die es gibt. Außer eine Version des Schilds. Und ich vergesse, Shift zu drücken, sonst flippe ich direkt über und dann ist die Reise vorbei. Ja, dürft alle gucken. Guckt. Oh, jetzt ist es zum Kampf. Ich werde wahrscheinlich nicht sehr viel ausrichten. Wahrscheinlich sogar der erste Kill sein und selber kaum Schaden machen. Und aus irgendeinem Grund, ich muss sagen, die Kameraperspektive ist schlecht. Man sieht, ich kann nicht weiter rauszoomen als hier. Das ist maximal rauszoomen. Und das müssten die dann aber noch für Megabots definitiv ändern, weil man so groß ist, dann ist mehr rauszoomen dann doch sinnig. Ich möchte gerne meinen ganzen Panzer sehen. Ich sehe ja gar nicht, was hinten in meinen Rädern ist. Wenn ich nochmal gucke. Mir ist aufgefallen, ich bin relativ schnell. Also ich glaube auch für Reifen. Oh. Und ich bin auch relativ leicht. Na, komm. Jetzt drehe ich mich natürlich übelst bescheuert im Kreis. Aber dank meinen ja, Aufstehraketen kann ich mich ja wieder aufrichten. Ich habe überhaupt Schaden gemacht. Wahnsinn. Shit. Ja, ich werde geheilt. Da ist die Sau. Offen ein Fernkampfbett mit ihm. Naja, hat er Glück gehabt. Ich verschone ihn heute noch.
Ah, da unten ist einer. Ah, da auch. Piu, piu, piu. Also, ich hätte nicht gedacht, dass ich noch so lange lebe. Irgendwo daran, dass die anderen noch gut vorgelaufen sind. Vielleicht kriege ich ja sogar einen Kill. Ah, ich schieße auf den Heiler, das bringt mehr. Auch wenn ich allgemein nicht so viel bringe. Ich glaube, am besten ist, wenn ich in den Tap-Fire-Modus gehe. Vom weiten Sniper. Was willst du, Mann? Lass mich in Ruhe. So. Oder hat's Puff gemacht? Ich hasse es, wenn man nicht sehen kann. Aber der sieht doch empfindlich aus. An den scheint nicht viel Fleisch dran zu sein. Okay, ja. Auf den schießen zu wenig. Das ist der einzigste Heiler von denen. Wenn man den mal ein bisschen reduzieren würde. Spot ihn mal ein bisschen öfter. Dann würden die auch nicht so lange aushalten. Und ich glaube, jemand muss zur Base. Ja, also ich muss zur Base. Ich scheine der Schnellste noch hier unterwegs zu sein. To the rescue. Aber bitte lass mich heilen. Bin ich schneller, wenn ich mich nicht auf den Boden drücke? Es scheint mich zu verlangsamen. Aber das Problem ist, wenn ich anhalten sollte, dann wird es mich zerlegen. Und der will mich, der will mich. Ich muss mich beeilen, hier wegzukommen. Damage. Ah, ist vorbei. Jetzt kann ich nicht mehr aufhalten. Warum haben die Mega-SMG so wenig AP? Das ist schon traurig. Nein. Lass mich in Ruhe. Du Sau. Das ist ziemlich billig verloren. Defeat. Aber ihr seht, die Teile sind erstmal testweise. Nächste Woche, hoffentlich, gibt es den wirklichen Mega-Patch mit Mega-CPU und Mega-Garagen. Und dann kann man da auch ganze Menge Geld reinstecken. Und ich glaube, so viel Geld werde ich auch selber noch nicht haben. Ich werde es versuchen. Ich werde es versuchen, euch zu zeigen. Ich habe ja 4 Reifen, 4 Kanonen und 6 Schilde. Vielleicht lässt sich daraus was machen. Naja, es hat mir wieder Spaß gemacht. Ich bin Boris von Pixel Beef. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Good game.